Nachdem wir uns im vorherigen Modul der Medienerstellung gewidmet haben, gucken wir uns jetzt an, wie ihr Texte für eure Öffentlichkeitsarbeit erstellen könnt. Natürlich gibt es viele verschiedene Arten von Texten, die ihr benutzen könnt für eure Öffentlichkeitsarbeit. Wir gucken uns jetzt hier in diesem Modul drei verschiedene Textsorten an. Als erstes natürlich die Selbstbeschreibungstexte. Also das ist ein Grundlagentext, wo ihr natürlich beschreibt, wer seid ihr, was macht ihr und so weiter. Wenn ihr euch da unsicher seid, guckt nochmal ins erste Modul. Der Ton dieses Textes darf natürlich gerne zu euch passen. Also wenn ihr vielleicht ein bisschen einen rebellischen oder einen humorvollen Ton benutzen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. Denkt allerdings auch dran, dass dieser Text viele verschiedene Zielgruppen hat. Also eine Person, die sich euch anschließen möchte, interessiert sich vielleicht für andere Sachen und findet einen anderen Ton angemessener, als wenn ihr einen Selbstbeschreibungstext im Rahmen eines Projektförderantrags schreibt. Da müsst ihr wahrscheinlich den Ton nochmal ein bisschen anpassen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Orte, an denen ihr so einen Selbstbeschreibungstext benutzen könnt. Und manche davon sind natürlich auch von der Länge her viel flexibler, also zum Beispiel eure eigene Webseite. Die könnt ihr in der Regel gestalten, wie ihr möchtet, könnt ihr formatieren, wie ihr möchtet, ihr könnt vielleicht zwischendurch ein paar Fotos von euch oder sogar ein Video einbetten. Also wenn ihr zum Beispiel einen Flyer habt, dann müsst ihr euch halt kurz und knackig vorstellen. Oder wenn ihr zum Beispiel bei einer Aktion mitmacht von einer Partnerorganisation, dann habt ihr vielleicht eine Vorgabe, hey, schickt uns bitte einen Selbstbeschreibungstext, der nicht länger als 500 Zeichen ist. Dementsprechend braucht ihr mehrere Versionen von diesem Selbstbeschreibungstext. Und damit ihr dann nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müsst, wenn jemand kommt, hey, kannst du uns bitte einen Selbstbeschreibungstext von euch schicken, ist es gut, wenn ihr mit einem sogenannten Basistext anfangt. Also mit dem Basistext setzt ihr euch einmal hin und formuliert alles aus, ne, was wir im ersten Modul schon besprochen haben, also wer ihr seid, wofür ihr euch einsetzt, was euch wichtig ist und so weiter und so fort. Und ausgehend von diesem Basistext könnt ihr dann die verschiedenen anderen Versionen von euren Beschreibungstexten ableiten. Also zum Beispiel eine ausführlichere Version oder eine kürzere Version oder eine seriösere Version oder eine saloppere Version. Die nächste Textsorte, die wir uns angucken, sind Pressetexte. Im Modul 4 haben wir schon darüber gesprochen, dass Pressearbeit ein wichtiger Kanal für eure Öffentlichkeitsarbeit sein kann. Und mit der Presse haben wir die Chance auf viel Reichweite. Allerdings möchte die Presse niemals für uns einfach nur Werbung machen, sondern sie möchte neutral berichten. Und dementsprechend sollten wir auch darauf achten, dass unsere Pressetexte, die wir an die Presse geben, neutral geschrieben sind. Dementsprechend dürfen in eure Pressetexte keine ausführlichen Lobhudeleien darüber, wie toll ihr seid, oder sowas wie Füllwörter und Adjektive, sondern versucht, Pressemitteilungen und andere Pressetexte immer ganz neutral zu formulieren. Apropos Pressemitteilungen, unter anderem zu denen findet ihr in der Linkliste zu diesem Modul auch ein paar Tutorials. Dann haben wir als letztes noch die Texte für Social Media. Und auch das haben wir im Modul 4 schon besprochen, dass ihr mit Social Media die Chance habt, euch eine Reichweite aufzubauen, also von anderen Menschen entdeckt zu werden, die euch dann folgen, weil sie das spannend finden, was ihr macht, weil sie euch unterstützen möchten und ihr könnt sie dann zum Beispiel einladen, bei einer Aktion mitzumachen oder euch sonst wie zu unterstützen. Je nachdem, für welches soziale Netzwerk ihr euch entscheidet, gibt es da eben verschiedene Rahmenbedingungen und verschiedene Spielregeln. Also zum Beispiel, wie lang könnt ihr texten, erscheint der Text vor dem Bild oder nach dem Bild, also wie ist die Lesereihenfolge und was sind so die Gepflogenheiten der Plattform. Wichtig bei Social-Media-Texten ist, dass immer der Anfang die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen muss. Denn wenn der Anfang irgendwie langweilig ist oder ich mich nicht angesprochen fühle, dann scrolle ich weiter und werde euren kompletten Post nicht lesen. Macht euch also immer Gedanken, wie könnt ihr den Anfang, man nennt es auch die Hook, so texten, dass die Leute sich angesprochen fühlen, dass vielleicht eine Frage aufgeworfen wird oder dass vielleicht sofort klar ist, was ist hier das Thema und für wen ist dieser Post interessant. Am Ende von eurem Social-Media-Text wiederum könnt ihr dann einen sogenannten Call-to-Action einbauen. Ein Call-to-Action ist eine Handlungsaufforderung und ihr kennt es bestimmt, wenn ihr selber in den sozialen Netzwerken unterwegs seid, dass ihr zum Beispiel aufgefordert werdet, einen Kommentar mit eurer Meinung zu hinterlassen oder etwas zu liken oder sowas. Ihr könnt aber auch andere Call-to-Actions setzen, zum Beispiel eine Petition zu unterschreiben. Denkt also immer daran, am Ende eures Social-Media-Textes, wenn ihr es geschafft habt, die Aufmerksamkeit der Leute bis hierhin zu halten und sie haben jetzt den ganzen Text zu Ende gelesen, was ist jetzt die eine Aktion, die ihr mitgeben möchtet, was sie als nächstes tun sollen?